So, hallo zu Tailmakers Let's Play. Heute wollen wir uns das Ding mal anschauen. Das ist mein Amphibienfahrzeug. Ich zocke jetzt schon ein paar Minuten und zeige euch mal ein paar Einblicke. Zum einen gibt es Geld zu sammeln. Man kann sich dann eine Verschönerung für meine Fahrzeuge kaufen, die alle komplett selbst basteln kann. Am Anfang hat man nicht so viele Teile von Survival Modus. Ist halt, man stürzt mit seinem Raumschiff hier ab. Und all die guten Dinge, die man braucht zum Basteln, sind auf der ganzen Karte verstreut. Das ist jetzt das kleine Gebiet, was wir jetzt schon entdeckt haben. Und diese Altmetalldinger, die müssen wir sammeln und müssen die zurück zu solchen Drohnen bringen. Also das richtige Hauptziel ist dann, letzten Endes ein Shuttle bauen, damit man den Planeten verlassen kann. Wie lange sich das hinzieht, bleibt abzuwarten. Von diesen Teilen, die man sammeln muss, sind sehr tricky, dass man seine Fahrzeuge anpasst. Das hier zum Beispiel könnte einfach sein. Wir müssen das Wasser abnehmen. Vielleicht ist das Wasser nicht tief genug, aber wir können es mit dem Fahrzeug schaffen. Bauprozess aus. Einmal gebaut und aus der Generierung. So, aber bei der Version fehlt noch ein Motor, wahrscheinlich einen neuen gefunden. Kann man schieben, ein bisschen stärker ist. Wir brauchen noch was, um das Ding zu schieben. So, bauen wir noch mal einen Block. Das geht ganz einfach. Klicken wir einen an. Den kopieren. Crucial part of your spaceship. 16% wichtiger Teil in unserer Raumstation zusammen.
Vehicle is required for your spaceship. So eine schwierige Konstruktion wie dieses Ding. Es war um Riesenteile. Einzusammeln, man rückwärts quasi dran. Dann lassen wir den Ring runter. Dann war die Hoffnung, dass man die hinter sich herziehen kann. Und das letzte große Teil, was ich da gefunden hatte, war ein bisschen blöd, weil die einzigste Sonde auf der Insel, die war auf einem Berg. Wenn man damit hochfahrt, dann ist das Gewicht halt ziemlich am Heck, obwohl ich vorne ein riesen Gewicht schon drauf habe. Das war ein lustiges. Zumindest kann man hier Flugzeuge bauen, alles geht hier. Alles ist möglich. Einstellungsmöglichkeiten, das Licht mit der Taste L aus ein- und ausschalten. Das wollen wir auch noch speichern. So, da gibt es noch ziemlich viele, drin gibt es auch noch was. So.
es gibt natürlich auch Steam Workshops. Da kann man hier. Hier sind diese zum Kaufen und Teile, wo man das Gold verbraucht. Aber es ist nur Deko, braucht man eigentlich nicht. Und wie gesagt, halt Steam Workshop. Da kann man sich einige runterladen. Hier habe ich diese A10, aber da habe ich noch nicht alle Teile, die ich dafür bräuchte. Es gibt verschiedene Modis. Das ist jetzt der Survival-Modus, das ist ein Rallye-Modus, ein Rennen-Modus und ein Sub-Modus. This block is a crucial part of your spaceship. Sehr gut.
bessere Aufnahme. So.